An diesem Wochenende wird die 6. Umbaubar eröffnet. Das Oldenburger Partyvolk fragt sich, wo wird sie sein, wie sieht sie aus? Denn zum Konzept der Umbaubar gehört der regelmäßige Umzug und damit der Umbau. Immer wieder neu, immer wieder anders. Nachdem der Club sich unter anderem in einem Hotel und in einem Bürogebäude niedergelassen hatte, zieht er nun zum Stau am Stadthafen. In der Raiffeisenstraße waren wir ungefähr 1,5 Jahre. Also wir haben im April 2011, glaube ich, dort eröffnet. Bis eben vor 2 Wochen war es, glaube ich. Die Zeit habe ich ein bisschen vergessen, da war viel Umbau in der Zeit jetzt. Und Freitag machen wir jetzt hier am Stau auf. Das ist das Konzept der Umbaubar, dass wir uns immer umbauen bzw. sogar umziehen. Das heißt, wir ziehen immer ab und zu von einem Ort zum nächsten und bauen uns da nochmal neu und anders auf. Meist sind wir einfach an einem Ort, so lange wie es uns gefällt, so lange wie es passt. Und wenn sich eine neue Chance ergibt, dann wird die einfach genutzt. Also es ist je nach Zufall einfach. Und jetzt sind wir halt in einem ehrwürdigen Oldenburger Haus, das Rose Haus. Segelmacherei war, glaube ich, drin, eine Seilerei war drin und zuletzt ein Antiquitätenladen. Und ich glaube, eine Bar, Schrägstrich Disco, Club, wie auch immer man es nennen möchte, ist, glaube ich, so nicht vorgesehen gewesen für dieses Gebäude. Und ich glaube, die haben wir bisher ganz gut reingebaut. Ich kenne das ja noch von damals, als hier Drahtspleiße gemacht wurden. Als jeder Skipper, der nach Oldenburg kam, erst einmal nach Rose reinging und seine Zylinderkopfdichtungen holte und was nicht alles. Der ganze Laden war vollgestopft mit den tollsten Sachen aus der Schifffahrt. Es ist wirklich gut was draus gemacht worden. Die Decken und alles ist alles noch so zu sehen, wie es damals war. Und das Ganze ist, finde ich, sehr gut eingefügt worden. Die Leute erwartet viel Buntes zu entdecken, das glaube ich. Also wir haben uns viele kleine Details eingearbeitet, viel Liebe. Alle Mitarbeiter haben mitgeholfen, alle haben mit aufgebaut. Aber es ist viel, viel Arbeit von jedem Mitarbeiter selber und das merkt man auch bei jedem Mitarbeiter, ist ein bisschen Herzblut mit drin. Wir haben jetzt 2 Etagen dieses Mal, Raucherbereich, Nichtraucherbereich, insgesamt 3 Theken. Auch an den Theken gibt es ein paar Änderungen, das wird auch schön zu entdecken sein wahrscheinlich. Neben den bekannten Veranstaltungen sollen besondere Events stattfinden. Also wir haben am 20., kann ich schon mal Werbung für machen, 20. Oktober wird ja eine ganz große, tolle Hip-Hop-Party sein. Von der Arme und Hässlich Crew, das ist eine hier in Oldenburg sehr bekannte, die sind beim K13, machen die immer freitags so ein bisschen Freestyle-Rap-Show mit Boran, ist auch sehr bekannt, der auch Pädagoge ist und pädagogische Workshops mit Jugendstraftätern und Ähnlichem macht und auch mit normalen Jugendlichen. Und der wird am 20. Oktober als Host hier diese Party veranstalten mit mehreren Live-Künstlern und danach noch DJs. Das wird ab 20 Uhr pünktlich losgehen, wie so ein Mini-Tagesfestival und es wäre natürlich schön, wenn das hier öfter stattfindet. Morgen ist das Pre-Opening, wir möchten halt natürlich gerne unseren Freunden und Bekannten erstmal diese Bar zeigen und eine lockere Atmosphäre mal einen Start probieren. Wir werden ins kalte Wasser geschmissen, wir haben keine Ahnung, wie die Laufwege hier sind, ob wir alle Getränke da hinkriegen, wo sie hin müssen, ob wir genug Mitarbeiter haben und so weiter für den Abend. Und morgen wird in relativ entspannter Atmosphäre das nochmal alles ausprobiert, bevor wir dann Freitag den öffentlichen Zugang quasi für alle Leute bieten. Und dann soll ja zumindest schon ein bisschen was klar sein. Und wie gesagt, wir möchten aber gerne unseren Freunden und Bekannten der Bar vorher einmal zeigen, was denn so entstanden ist.